Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei dem Fast Food Manager. So, ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich jetzt hier des Nächtens noch bin. Hätte ich erst noch schlafen müssen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich glaube, jetzt haben wir noch Nacht, ne? Irgendwie hat es anscheinend... Das Geschäft ist geöffnet. Okay, okay, okay. Das hat gepasst, aber ich will wieder zumachen. Oh, Bobaka, der Arbeitstag ist vorbei. Okay, 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 okay. Also, wir haben den letzten Tag ja damit verbracht, dass wir hier unseren Kaffee ausgeschenkt haben. Uns fehlt natürlich leider Kaffee, deswegen müssen wir mal ganz kurz nach da vorne und uns nochmal ein bisschen mit den Böhnchen versorgen. Also, seitlich laufen geht, aber in dem Moment, wo ich, renne ich nicht mehr. Also, das ist... Naja, gut. Ist halt so. Wir brauchen Kaffee und ich würde sagen, ich kaufe tatsächlich gleich mal 3 Stück. Auf jeden Fall. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich nicht irgendwie hier noch was nehme. Eco-Pack. Was ist denn das? Bread-Pack für 2 Dollar. Ich weiß nicht, ob wir das kaufen können, ob das uns irgendwas bringt. Das ist für Fries. Das ist eher dann für den nächsten Stand, wenn wir dann auch irgendwas... Warte mal, Milch wollte ich nochmal mitnehmen, vielleicht 2 Stück. Das ist wahrscheinlich dann für den nächsten, wenn wir Burger und so weiter machen. Genauso diesen Salat, oder was ist das? Cucumber, also Gurken. Und Tomaten und Kohl und Käse. Also, da gibt es so einiges. Ich würde auch nochmal vielleicht eine Bottle mit Wasser oder vielleicht auch gleich 2 Botteln mit Wasser nehmen. Ich weiß nicht, was ist das? Fry-Box. Ach so, das ist für Pommes-Dinger. Ist das okay? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das? Burgerbrötchen? Gibt es dann irgendwie auch noch so Cookies oder irgend sowas? Potato? Was ist das da? Kuddelpack? Pfannkuchen oder irgend sowas? Kann das sein? Carrot? Also Karottensalat, hm? Da haben wir nochmal Brot. Da haben wir Würstle. Hm. Okay. Habe ich jetzt eigentlich eine 2. Kaffeemaschine gekauft? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube... Nein, oder? Wir gehen nochmal zum Stand erst. So. Man sieht halt hier leider nicht, wie spät das ist, aber ist ja auch egal. So. Inventory. Nein, habe ich nicht. Okay, zum einen stelle ich mal das Wasser noch da unten rein. Und ich hoffe, dass das auch da stehen bleibt. Und ich wieder irgendwo durch die Gegend schieße. Ja, ist ja in Ordnung. So, die Milch stelle ich da unten hin. Boah, das müsste passen. Wie ist es mit der Kaffeemaschine? Wir haben keinen Kaffee mehr. Genau, das war das Problem, ne? Inventory, ja, zum Glück habe ich hier 3 Pack gekauft. So, 2 Pack würde ich da unten hinstellen, dass ich die dann auch gleich wieder mir schnappen kann. Und die 3. Packung kommt natürlich dann hier rein. Und damit haben wir das alles wieder fulfilled. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall eine 2. Kaffeemaschine. Ich denke nämlich, das ist schon sinnvoll, eine 2. Maschine. Dann kann ich nämlich zum einen auf der einen Seite den normalen machen, also den schwarzen Kaffee. Und auf der anderen Seite machen wir dann einfach dann den mit Milch. Nein, das sind Möbel. Das reicht mir so schon. So, kaufen. 251. Ja, also, wir haben eine 2. Maschine gekauft. Wenigstens laufen hier mal ein bisschen Leute rum, ne? Mal gucken, jetzt stellen wir mal die 2. Maschine auf. Und dann schauen wir mal, wie der nächste Tag läuft. So. Also ich würde die natürlich da herstellen. Zack. Wir nehmen vielleicht einmal den Stapel Becher, den wir da oben drauf noch stellen. So, weil dann sind wir nämlich um einiges schneller. Dann können wir noch hier einen Zucker hinstellen.
Dann hätten wir quasi eine Kaffeemaschine. Ich mache jetzt die mit Milch und die mache ich als schwarz. So. So machen wir das jetzt einfach. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich habe jetzt gedacht eigentlich, dass wir schon im Morgen sind, wenn ich das Game starte. Ist es aber nicht. So. Einmal pennen bitte. Und einmal raus mit uns. Was mich auch auf jeden Fall interessieren würde, ist die Möglichkeit von einem Verkäufer. So, wir. Jawohl, Bauber Geschäft ist geöffnet. So, dann können wir nämlich hier gleich mal. Nicht genug Glas. Okay. Und hier dann eben. Okay, nicht genug Glas. Der zählt den nicht. Ach, nicht genau. Oh Mann, ich bin ja. Ja, die andere hat es wieder rausgeschmissen, ne? Meine Güte. Milch tue ich da gar nicht rein. Jetzt pullert mir da die Flasche weg. Mensch. So, zack. Dann können wir hier einmal Kaffee machen. So, was wolltest du? Kaffee mit Milch? Jawohl. Haben wir hier einmal. Du willst Kaffee mit Zucker, schwarz. So, du willst Kaffee mit Milch. Nicht genug Glas. Ach so. Oh, jetzt muss ich erst wieder reinkommen, ne? Hier, so, zack, Milch. Dann einmal hier, zack und zack. So, naja, gut, das muss halt alles erstmal. So, du willst Kaffee mit Milch und Zucker? Du willst nur Kaffee mit Zucker? Oh Mann. Jetzt stelle ich mich gerade ein bisschen an. So, du willst Kaffee mit Milch und Zucker. Okay. Zack, zack, zack. So. Gerade noch erwischt, oder? Kaffee mit Milch und Zucker. Oh Mann, komm, stell dich nicht so an. So, wir haben hier einen normalen Kaffee, den Zucker. Lege ich jetzt mal dahin. So, er will Kaffee mit Milch und Zucker. Okay, gerade noch. So, Kaffee mit Milch und Zucker. Da machen wir wieder einen schwarzen Kaffee. So. Dann, da war mit Zucker. Okay, mit Zucker. Mal ein bisschen das Geld einsammeln, ne? Kaffee mit Milch. Kaffee einmal dahingestellt. Dann schauen wir mal, ob ich da das Geld mir nehmen kann. So, gut. Dann nochmal Kaffee mit Milch. Jawohl. Es läuft. Auch Kaffee mit Milch. Jawohl. Ich sollte vielleicht trotzdem in dem anderen Ding hier auch Milch reintun. Und dann kann ich notfalls auch nochmal hier einen machen. So, Kaffee mit Milch und Zucker. Da steht halt jetzt ein schwarzer Kaffee rum, ne? Halt, Zucker. So, dann einmal Becher. Auch wieder Kaffee mit Milch. So, dann nehme ich einmal den Zucker noch da oben her. Muss ich dann sowieso auch wieder neu kaufen, ne? So. Da lassen wir nochmal den normalen Kaffee durchlaufen. Da lassen wir nochmal einen durchlaufen mit Milch. So. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei schwarze Kaffee. Okay. Wer will den mit Zucker? Ach, du.
Okay. Du willst Kaffee mit Milch? Oh, hier. Hätte ich vielleicht gleich laufen lassen sollen, ne? So, das ist wieder mein schwarzer Kaffee. Einmal durchlaufen lassen. Zack, da kommt Milch dazu. Zucker dazu, meine ich. Au. Frechheit. So. Dann habe ich hier schon mal. Jawohl. Kaffee mit Zucker, bitteschön. Weil dann kann das nämlich schön durchlaufen. Dass hier natürlich der Müll rumliegt, das finde ich doof. Nicht genug Wasser, alles klar. Und nicht genug Milch, oder was war das? Ja, nicht genug Milch. So, wir haben hier den Kaffee mit Milch und Zucker. Zack. Und wir haben hier den Kaffee nur mit Zucker. Und dann haben wir noch mal einen Kaffee mit Zucker. So. Zack. Falsche Bestellung? Oh, verdammt. Kaffee mit Zucker. Ja, da kommt man schnell durcheinander auch. So. Neue Ordnung? Hä? Hab ich doch. Na also, geh doch. So, dann noch mal einen Kaffee mit Milch. Dann haben wir hier gleich noch mal Kaffee mit Milch und einmal Kaffee schwarz. Da kommt mir fast nicht hinterher, ne? Gleich den nächsten durchlaufen lassen. So, du wolltest nur Kaffee mit Milch, Kaffee mit Zucker. So, Kaffee mit Milch und Zucker. Gleich mal ein bisschen vorproduzieren hier, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich denke ja auch, das ist nicht einmal so schlecht, weil. Schwarzer Kaffee einmal. Und schwarzer Kaffee nochmal hier. Hä? Na also, geh doch. So, haben wir noch einen mit Milch. So, gleich den nächsten durchlaufen lassen und dann hier nochmal. Einmal für dich, jawohl. Da vorne auch mal das Geld wegnehmen, weil sonst wird es vielleicht irgendwann verschwinden. Jawohl. Dann nichts mehr. Okay, gut. Gleich den nächsten Becher wieder rein. Noch habe ich da alles drin. Und da habe ich auch noch alles drin. Das ist okay. So, ach, du willst nur einen schwarzen Kaffee? Alles klar, den kriegst du hier sofort. So. Das habe ich schon mal ganz gut vorbereitet, denke ich mal. Kaffee mit Milch, alles klar. Kriegst du? Nochmal Kaffee mit Milch, jawohl, kriegst du? Ich glaube, das ist nicht schlecht. Da hast du eine Kaffeemaschine so, die andere hast du so. Dann kannst du immer gleich zack nachfüllen. So, holen wir uns mal das Geld schnell. Man muss bloß halt immer aufpassen, dass man rechtzeitig vielleicht den Laden zumacht. Da ist noch alles drin, okay. Da fehlt dann gleich Kaffee. Du willst den schwarzen Kaffee, jawohl. Und du willst den schwarzen Kaffee mit Zucker. Jawohl. Hätte ich eigentlich gleich den aus der Maschine nehmen können, ne? So, Kaffee mit Milch und Zucker. Jawohl, kommt sofort.
gleich nochmal einen reinstellen. Ich denke, drei Becher sind auf jeden Fall in Ordnung, wenn ich da schon mal stehen habe. So, da fehlt dann bald der Kaffee. Ein bisschen Kaffee habe ich ja noch, ne? So, was will die Dame? Einmal Kaffee mit Milch und Zucker. Ach so, ich gehe dann manchmal ein wenig zu hoch, ne? So. Schwarzer Kaffee. Dann haben wir hier nochmal Kaffee mit Milch und Zucker. Da wird jetzt wahrscheinlich dann der Kaffee alles sein. Becher werde ich auch brauchen. Ja, Kaffee ist alle. So, wie schaut es da aus? Ah, da geht's noch. Ne? So, Kaffee mit Milch und Zucker, jawohl. Und hier auch. Zack. Na, das läuft. Es läuft, es läuft. So, da machen wir auch nochmal das da. Dann haben wir hier nochmal eine Bestellung. Kaffee, Milch, Zucker. So. Ja, die reißen mir ja die Kaffeebecher förmlich aus der Hand. He? Wahnsinn. So. Davon haben wir jetzt auf jeden Fall erst einmal genug. Ah, Kaffee mit Zucker. Gleich die nächste Tasse wieder reinstellen. So, dann auch hier gleich rausnehmen wieder. Nächste rein. Schwarzen Kaffee, jawohl. Geben wir dir mal den kalten. Da können wir auch mal das Geld ein wenig einsammeln. So, mit Zucker, jawohl. So, schwarzer Kaffee. Ah, es läuft. Vor allem das Gute ist, man kann halt wirklich das dann einfach stehen lassen. Und es stört nicht. Jawohl. Zack. Zack, ich muss rechtzeitig nur den Absprung schaffen. Rechtzeitig dann zumachen, weil wir brauchen auf jeden Fall Becher. Wir brauchen Milch. Hab ich noch eine? Jawohl. So, er will den Kaffee mit Zucker. Oder sie. Entschuldigung. Jetzt ernsthaft. Kaffee mit Milch, bitteschön. Wahrscheinlich verschüttet, ne? Verdammt. So, schwarzen Kaffee mit Zucker. Jawohl. Da haben wir Kaffee mit Milch. Na, dann werde ich ein bisschen vorsichtiger sein in Zukunft. So, neue Ordnung. Ich finde es irgendwie so cool mit diesem neue Ordnung. Neue Ordnung. Passt. Na, da haben wir noch ein bisschen Hammer, ne? So, aber ich würde trotzdem sagen, wir laden den geschlossen. Wir schließen den Laden. Nicht genug Wasser. Nicht genug Kaffee. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Kaffee. So, sammeln wir mal unsere Kohlen ein. Da vorne liegt jetzt gerade nichts, das passt schon. So, dann können wir mal hier ein bisschen aufräumen. Ah, ja, ja. Es ist ja überall fliegen die Becher rum, ne? Ah, können wir quasi nochmal verwenden, das ist gut. So, jetzt fehlt uns hier Wasser und Milch, ne? Milch ist jetzt kein Thema. So, aber Kaffee. Kaffee ist ein Problem. Kaffee, Kaffee. Also, wir brauchen wesentlich mehr Kaffee.
Alles klar. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen was aufräumen können. Ach, das ist nochmal ein leerer Becher. Das sind zerknüllte Becher. Das sind schon Ferkel, ne? Muss ich mal gucken, ob ich da einen Abfalleimer kaufen kann. Vielleicht reduziert sich das dann. Vor allem das Reinigen, das dauert zu lang, finde ich. So. Müssen wir halt wegmachen, weil ich denke mal, dass das eine schlechte Bewertung oder sowas gibt. So, noch irgendwo. Auf den Sitzen, auf den Stühlen. Hier vorne irgendwo. Da vorne liegt noch was. Also wir brauchen im Grunde alles. Becher würden reichen, wenn ich noch zwei Stapel kaufe. Aber auf jeden Fall Kaffee und Wasser und Milch. Das brauchen wir auf jeden Fall. Yep. Also wir sind geschlossen. Wir gehen mal nach vorne. Das ist Wahnsinn immer, wie schnell hier so 20 Minuten rumfliegen bei solchen Games. Zum Glück ist das gleich der erste Laden, den wir rein müssen. So, also. Wir kaufen gleich mal 5 Botteln oder 6 Botteln, weil die kosten echt fast nichts, ne? So, die kosten halt 8. Aber trotzdem, ich will hier was haben als Reserve. So, wir brauchen Becher. Komm, wir nehmen 4 Stück mit. Die kosten nur 2 Dollar. Zucker brauchen wir. So, haben wir 4 Mal. Und dann kaufen wir. Es ist schade, dass man da nicht angeben kann, wie viele man kaufen möchte. So. Damit haben wir das. Dann würde ich trotzdem mal ganz kurz zu den Möbelis gehen. Weil es wäre, glaube ich, nicht einmal schlecht, wenn ich nochmal so einen kleinen Tisch hier nehme für 25. Einfach, wo ich ein bisschen die Sachen draufstellen kann. Weil da unten ist es wirklich nicht gerade toll. Man sieht's hier. Die Gas Station erinnert mich gerade an den Gas Station Simulator. Also der ist wirklich verdammt gut. So, und ich würde sagen, ich stelle den jetzt einfach wirklich hier direkt daneben. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ja, passt. So, dann können wir nämlich hier unsere Wasserbotteln drauf platzieren. Und ich denke doch mal, ich hätte... Okay, wir können die Wasserbottle nicht da drauf installieren. Was ist denn jetzt los? Nein! Meine Wasserbottle? hallo? Okay, wir haben hier einen kleinen Bug. Wir haben hier so einen kleinen Bug. Was ich gar nicht mag. Okay, in der Mitte des Tisches bleibt das Ding stehen. Da auch. So, die andere Flasche ist zum Glück durchgerollt. Oh Mann. Ups. Ich habe links geklickt, obwohl ja die Flasche in der Luft hängt. So, bleibt ihr jetzt stehen? Wenn ihr jetzt stehen bleibt, dann probiere ich es nochmal. Ich denke mal, dass die einfach ein bisschen Abstand brauchen. Okay, wir können die 5 Botteln hier stehen lassen. Muss hier eigentlich Wasser rein? Nein. Und da muss Wasser rein. Okay, dann schnappen wir uns mal die Bottle. Die kommt hier rein. So, nächste Ladung. Der Kaffee. Wir müssen, glaube ich, in beide, ne? Einen Kaffee reintun. Mal tun wir da gleich mal rein. Da gleich mal rein. Dann können wir die
anderen Packages da unten noch rein platzieren. So, dann schauen wir mal. Wir sind hier komplett voll. So, ich stelle das jetzt mal dahin. Dann kommt hier ein großer Stapel drauf. Na super, wenn die hier durchlaufen, dann hauen die mir das Wasser um. Wie viele Becher haben mich gekauft? Die hauen mir halt echt die Wasserbotteln um, ne? Ist das doof oder wie? Oh nein, ey. Also ich hoffe mal, dass die das fixen. Ja, ja, du hast gut reden, ich weiß schon. Da, schon wieder weg. Oh. Kann ich das jetzt zum Inventar hinzufügen? Ach komm, dann machen wir das eben so. Dann lassen wir das im Inventar. Dann tun wir da, da unten nur zwei Botteln zum Inventar. So, ich lasse es im Inventar. Ich stelle hier nur. Ich stelle hier nur noch da unten die Kaffeebohnen und die Milch und sowas rein. So, und die Sachen, da werde ich auch nicht mehr machen wie maximal. Ich sage jetzt mal die zwei Becher plus einen in der Maschine. Müsst ihr immer doch meinen Tisch latschen. So, wir haben Milch drin. Auch da haben wir Milch drin. Passt. So. Zucker. Zucker, Zucker. Passt. Den könnte ich dann vielleicht da unten noch reinstellen. Dann machen wir eben hier den Zuckervorrat. Ich hoffe, ihr bleibt stehen. Und dann machen wir eben hier auf der Seite auch noch die Milch. Ich denke, das passt schon. Ja, ist hier in Ordnung. Hurga, hurga. Ich verstehe kein Wort von dem, was der sagt. Okay. Ich glaube. So, die stelle ich da oben hin. Was liegt denn da vorne? Entfernen, da liegt Müll. So, genau, und den wollte ich noch da schnell mit reinstellen. Ne? Und dann sollte das passen, hoffe ich. So, den tue ich jetzt mal ganz kurz entfernen. Und stelle ihn einfach. Ah, okay, da kann ich nicht mehr hinstellen. Ja, dann könnte ich es ja auch da hinstellen und vielleicht dann doch irgendwann mal einen zweiten. Weitere Stühle hinstellen, ne? Das wäre jetzt auch ganz interessant. So, ich gehe mal auf das Telefon. Mitarbeiter. Xobot, okay. Best people for your business. $30 die Woche. Kosten die. Ich weiß nicht, für was ich die brauchen kann, aber ich würde sagen, wählen Sie aus, wo Sie einen Mitarbeiter einstellen möchten. Ah, das ist wahrscheinlich, wenn ich erst einen zweiten Laden habe. Okay, Aufgabenliste. Verdienen Sie 950? Ja, das machen wir ja gerade. Komfort. Naja. Bedienung und Preis ist auf jeden Fall gut. So, von daher würde ich sagen, nein. Managen. Und zwar machen wir den Preis mal auf 350. Dann denke ich, wird es schon passen. Ne, das lassen wir alles. Warum ist das jetzt? Das habe ich doch weiß gemacht. Na, okay. Gut, hat er irgendwie nicht übernommen. Alles klar, wir haben sowieso Nacht. Wir gehen mal ganz kurz schlafen. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. So. Benutzen. Dein Freund hat dir deine alten Schulden zurückgezahlt. 500.
Öha. Das ist cool. Ich habe einfach mal $500 bekommen. Das finde ich nicht schlecht. So, wir machen natürlich noch ein kleines bisschen. So. Boba Coffee, das Geschäft ist eröffnet. Und dann gehen wir selber schnell einen Schluck Kaffee. Das ist Kaffee mit Milch. Nur mal so zur Info. So. Wo bleiben Sie? Meine Leute. Neuordnung. Einen schwarzen Kaffee, bitte. Jawohl, hier, bitteschön. Und gleich wieder ein Dreck am Boden geschmissen. Ah, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Und wir wollen einen Kaffee mit Zucker. Jawohl. Gleich wieder einen schwarzen rein. Neue Ordnung. Kaffee mit Milch. Der Kerl, ne? Das ist, ich weiß nicht. Ich würde ihm ja gerne einen Dollar in die Hand drücken, ne? So ist es ja nicht. Und was will der Herr? Einen Kaffee nur mit Zucker. Also ich nehme mal an, dass das. Ah, nee. Der Kaffee nur mit Zucker war der Herr hier. Und du bist der Kaffee nur mit Milch. Alles klar? Neue Ordnung, Kaffee mit Milch, alles klar. Kommt sofort. So, da passt hier noch alles. Ich schau mal erst, dass ich die Becher hier wegkrieg. Hallo, Mrs. Officer. So. Nur einen schwarzen Kaffee, alles klar. Das ist so nervig, ne? Ganz ehrlich. Das ist so nervig. Neue Ordnung, Kaffee mit Milch. Bitte schön, hau ab. Kaffee mit Zucker. So, dann haben wir hier nochmal Becher. Ich stelle die jetzt da unten rein. Die kann ich ja jederzeit wieder nach oben holen. Aber ich will nicht, dass mir das Zeug jetzt durch die Gegend fliegt. So, noch ist kein Kunde da, also passt das auch. Ist das jetzt ein Ka. Achso, das ist einfach nur ein Druck. Okay, schwarzer Kaffee. Milch. Kaffee mit Zucker. So, schwarzer Kaffee. Gleich wieder nachfüllen, nachlaufen lassen. Einfach Kaffee mit Zucker. Dann einfach einen schwarzen Kaffee, jawohl. Kommt sofort. Kaffee mit Milch, jawohl. So, ich meine, für die Geschwindigkeit, ne, da kann ich schon durchaus $3,50 verlangen für so einen Kaffee, ne? Tja, und wenn die da nichts rein wollen, dann ist es ja nicht meine Schuld. So, gleich wieder den Schwarzen durchlaufen lassen. Zack. So. Zwei Becher, denke ich mal, ist in Ordnung, wenn ich da stehen lasse. Sollte doch wieder jemand hier irgendwie einen Becher auf mich werfen.
So, was hätte der Herr gern? Jawohl. Sollen wir da vorne das Geld einsammeln, ne? Dafür nicht auch mal. Neue Ordnung. Zum Glück haut man die Sachen nicht durch die Gegend, wenn man hier mit dem Becher durchgeht. Das wäre es nämlich noch. So, schauen wir mal. Solange ich keine neue Ordnung habe, kann ich ja da vorne mal Ordnung machen. So, du willst den schwarzen Kaffee mit Zucker. Und du willst einfach nur den schwarzen Kaffee. So. Zack. Durchlaufen. Ja, hier kommen die halt am laufenden Band, ne? Sobald Platz frei ist, steht im Grunde schon der Nächste da. Und will. Und das finde ich nicht verkehrt. So. Kaffee, Milch und Zucker ist da drüben. Und hier haben wir nur schwarzen Kaffee mit Zucker. Ich muss mir das angewöhnen, dass ich den Kaffee dann gleich aus der Maschine rausnehme und die Becher, die hier drin stehen in der Maschine, die als Puffer quasi lasse. So. Ist hier warm und dann willst du einen Kaffee. Ach so, ich hatte da noch keinen Kaffee durchlaufen. Da haben wir dann nur einen Kaffee mit Milch. Alles klar. Zack. Das wird der Part wahrscheinlich doch wieder länger, als ich machen wollte. Ich denke, dass ich jetzt halt hier noch ein bisschen weitermache. Das schubst mich einfach auf die Seite hier. Dass ich einfach ein Stückchen weitermache noch. Und wir uns dann im Grunde im nächsten Part sehen. In der Hoffnung, dass ich dann so viel Kohle habe, dass wir uns einen zweiten Stand noch kaufen können. Kaffee mit Milch und Zucker. So, aber das ist wirklich nervig, wenn die dann hier durchschlachsen, weißt? Und mir alles durcheinander hauen. Aber ich denke, zum nächsten Mal könnten wir uns dann sogar ein Geschäft kaufen. 560. Und das ist schon mal nicht schlecht, ne? So, Kaffee mit Milch und Zucker. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, Herr Officer. Sie wollen auch Kaffee mit Milch und Zucker, alles klar. So. Gleich wieder durchlaufen lassen. Passt. Es läuft. So. Zack. Man müsste irgendwie einen Bonus bekommen, wenn man speziell schnell ist. Das wäre nicht schlecht. Na gut, jedenfalls lasst mir ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Lasst mir Kommentare da. Und dann würde es mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Insofern macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. So, Kaffee mit Milch und Zucker. Ihr wollt da einmal. Ciao, ciao.